So, Leute, ich begrüße euch hier zu Assassin's Creed 3. Zu meinem Let's Play. Ich bin euer Impact Rider und wenn ihr noch nicht geritten seid, dann müsst ihr es unbedingt tun. Und genau wie mein Spruch lautet, reiten wir auf dem Pferd weiter. Genau, auf dem Pferd. Und wir geben ihm auch recht Spuren. Zusammenbleiben, Jungs, und mithalten! Da kommt was, Leute! So. Sag mal schnell. Das ändern. So, jetzt kann es weitergehen. Was mit diese? Ja. Spuren geben. Was geschieht hier? Raus! Alle Mann, flieht! Die neben Gefangene, flieht! Wir haben ja gesagt, dass die kommen. Zivile Geiseln befreien. Robert geschnappt. Wir müssen was tun. Wir müssen helfen. Oh, Alter, komm. Nein, lass in die Hügel. Und weiter kann es gehen. Wir haben zwar irgendwie was gemacht, das der Vorfahren nicht gemacht hat, aber hey. Immerhin ein optionales Missionsziel. Und wir erfüllt. Widerspruch geben. Ich habe eine Überraschung für dich, Hummerbuckel! Schön für dich. Los, 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 los. Wir können es noch schaffen. Jetzt bin ich hier. Ah, okay. Dann hätte ich hier noch ziemlich reichlich Zeit gehabt. Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Toll. Während alle anderen abgemerzelt werden. Ah, okay. Wow, scheiße. Das sind ziemlich viele. Ermannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützen. Der Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen wir sie. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. An ein Schwert, wenn ich ein Schwert hätte, ist nicht schlecht. Mit nur einem gefehlt. Wartet auf mein Signal. Und wie ging schon wieder das? Beschissene Signal. Schieß!
was? Und jetzt stehe ich nämlich ab. Dann muss ich... Kann ich... Na, egal. Vorbereiten! Feuer! Schießt, 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 schießt. Gut. Schießt! Nach, nach, nach. Schießt. Das Signal abwarten. Wartet auf mein Signal. Feuer frei! Wartet auf mein Signal. Jetzt feuern! Ziele nicht erfolgreich beschützt, sondern diese Kacke jetzt. Na egal, da ich jetzt wenigstens weiß. Das Signal abwarten! Was er da drüben ist. Also zuerst kommen nur sein Papier. Feuer! So, und jetzt hier drüben. Komm, 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 komm. Komm, Pferdchen, komm. Vorbereiten! Pferdchen. Los! Macht euch bereit! Alter, man, glaube ich nicht. Wo sind sie jetzt zuerst? Nicht schießen! Ab hier. Macht euch bereit! Jetzt feuern! Wartet auf mein Signal! Feuer! Tot! Tot! Ja, geht doch! Macht euch bereit! Vorbereiten! Feuer frei! Macht euch bereit! Nicht schießen! Los! Macht euch bereit! Nicht schießen! Nicht schießen! Feuer! Wartet auf mein Signal. Los! Oh Mann, jetzt sind es total viele. Nicht schießen! Nein, da kann man nicht, da kann man. Wartet auf mein Signal. Feuer! Wartet auf mein Signal. Los! Na, jetzt ist man nur noch. Nicht schießen! Schießt! Vorbereiten! Macht euch bereit! Jetzt feuern! Komm schon. Geht doch. Wartet auf mein Signal! Nicht schießen! Töten noch einmal. Los! Nicht schießen! Nicht schießen! Jetzt feuern! Wartet auf mein Signal. Feuer frei! Macht euch bereit. Jetzt Feuer! Ja, hab ich's geschafft. Hab ich es geschafft? Ja, ich glaube. Rückzug! Rückzug!
Geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein! Geiler Spruch! Yay! Endlich. So, vielleicht finde ich hier jetzt noch Pfeile. Aber zwar eher nicht. Nein. Hier vielleicht. Nein. Vielleicht müsste ich da zu den Patrioten gehen. Tja. Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Da hat er irgendwie recht. Wow, wir haben das Sequenz abgeschlossen. Ja. Oder ist es einfach die neue E-Mail? Oder ist es einfach die... Ja, ist es einfach die Mission. Theoretisch müssen wir ja die Sequenz wenden. Müssen wir ja Pitcairn töten. Und nicht da... Ja. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneteren Mann denken. Ich möchte dem Kongress versichern, dass ich... Da keine finanziellen Überlegungen mich hätten locken können, dieses schwere Amt anzutreten. Kennen wir uns? Ich würde auch nicht erwarten, dass du dich erinnerst. Komm, Connor, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich werde über alle meine Ausgaben Buch führen. Mir leid, dich sofort zu zerren, aber eine Prügelei ist das allerletzte, was wir jetzt brauchen können. Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander-in-Chief. George Washington. Ah, du bist der, der Sam und John bei Lexington gerettet hat. Das waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr Männer wie dich. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihn bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Stimmt, Charles, das gibt es Neues zu Pitcairn. Irgendwem. Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotröcken bewacht wird. Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen. Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste. Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns für später auf. Brich jetzt auf nach Boston, Connor. Gut. Gehen wir nun wieder zu Boston. Du bist immer noch hier? Ich frage mich nur, was geschieht jetzt? Es gibt eine Menge zu tun.
Washington muss festlegen, wann und wo wir als nächstes zuschlagen. Und wir müssen unsere Botschaft ausarbeiten. Botschaft? Wir müssen sofort die Flugblätter kontakten, damit jeder weiß, dass die Loyalisten das Feuer in Lexington eröffnet haben. Aber niemand weiß, wer zuerst schoss. Genau deshalb müssen wir das schnell verbreiten. Wir legen die öffentliche Meinung fest. Das scheint unehrlich. Vielleicht. Na und? Das Volk muss glauben, dass wir in Notwehr handelten, sonst hätten wir Verrat begangen. Habt ihr aber. Sollen wir uns lieber einem Tyrannen beugen? Ist es das, was du vorschlägst? Nein, natürlich nicht. Niemandem sollte die Freiheit verwehrt bleiben. Trotzdem, die Wahrheit zu beugen, scheint mir ein gefährlicher Weg zu sein. Verstehe, Connor, dass dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Herzen und Köpfen geführt wird. Etwas Theater kann da nicht schaden. Vor allem, wenn es Leben rettet. Gut, hat er fertig. Wow, wir haben ziemlich viel Geld. Ah, oh Mann, was mir irgendwie wirklich. Jetzt müssen wir theoretisch sowieso nach Boston. Könnten wir dort im Handel vielleicht sogar noch etwas kaufen? Es wäre zumindest noch gescheit. Oder vorteilhaft. Wow, tot! Mein Hälfte Leben weg. Wow. Ah. Aber hier, weil hier geht's ja nirgends einen Job oder so. Nein, nein. Leider nicht. Gehen wir doch mal zur Hauptmission. Gut. Und weiter geht's. Yay! Weiter, 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 weiter. Und noch ein Stück. Wir springen am Strand. Nein, nicht mehr. Das hätte ich jetzt, wenn wir vom Strandland lang gelaufen, hätte ich gerade. Yay, wir sind Baywatch gewesen. Oder so etwas ähnliches. Ah, halt! Was ist dein Begehr? Nein, ist das. Tja, was kann ich dir? Ein drohender Konflikt. Kann ich dir sagen? Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir! Aha. Und wir... Ja, gut, dann folgen wir ihm eben. Ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengrüße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Gut. Nun müssen wir also den Kundschafter folgen. Und wohin der ist, wohin der uns führt, das sehen wir im nächsten Part von Assassin's Creed 3. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und, ja. Ich hoffe auch, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Assassin's Creed 3 mit...